Okay, der Speicher auf deinem Handy ist voll und es liegt an zwei Dingen. Den 14.000 Fotos, die du bis heute nicht aussortiert hast und am Cache. Also hier beim Speicher dieses sonstiges. Ach, jetzt komm, mach einfach Intro. Warum? Wieso? Weshalb? Technik! Pass auf, folgende Situation. Du öffnest eine random Website im Internet. Jetzt machst du den Browser komplett zu und schaltest dein Internet aus. Wenn du den Browser jetzt wieder aufmachst, wird die Website oft trotzdem geladen. Aber eben nicht aus dem Internet, das haben wir ja ausgeschalten, sondern aus dem Speicher, dem sogenannten Cache. Fast alle Apps, die du nutzt, speichern immer mehr und mehr im Cache. Websites, Profilbilder, ganz egal. Das sammelt sich und braucht halt immer mehr Speicherplatz, auch wenn die Info schon veraltet ist. Zum Beispiel, wenn die Person schon ein neues Profilbild hat. Aber eine gute Nachricht, unter Android kannst du den Cache manuell löschen. Geh dazu in die Einstellungen und dann zu den Apps. Dann auf eine App klicken, auf den Punkt Speicher und dann erstmal richtig viel an Cache löschen.